Das wäre schon wieder was, was ich fast übersehen hätte. Oh nein, Mann, ich wurde geprankt. Ich dachte, das wäre so eine Flasche. Hier ist rein gar nichts drin. Wäre scheißegal gewesen, wenn ich... Ja, wäre wirklich komplett egal gewesen, wenn ich es nicht gefunden hätte. Oh, okay, nevermind. Ist der Raum. Sind auf der anderen Seite auch. Sieht fast so aus, ne? Jo. Vielleicht ist ja hier was drin. Soll ich das mal ansehen? Mal schauen. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Ja gut, so wie ich sie eigentlich schon gedacht habe, dass sie in einer Parallelwelt leben. Das ist doch so ganz krass. So, wie geht's hier weiter? Du Scheiße. Die Welt ist nicht besser. Okay. Perfekt getimt. Dann machen wir mal auf. Schloss aufzuknacken? Elizabeth! Schon dabei. Sehr schön. Fertig. Jawohl. Geh zu Comstockhaus. Okay. Auf geht's. Tot. Ich krieg die Kleine. Ja, warte mal, mach ja, den mal an. Fertig. Schön. Da kommt der Damage auch immer her. Du wirst um deinen Tod fetteln. Ja, das kann sein. Warum kann ich euch nicht angreifen? Was sind das für Schüsse? Woher kommt der Schaden auf einmal? Hab nichts. So, einmal das. Und das. Ich glaube, da brauche ich auch noch. Ah. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich genug habe. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Dann schon, ja. Danke, dass du es sagst. Auch Konkurrenz, wenn Qualität ist. Geknackt? Okay, sorry. Bringt mir auch noch nicht so viel hier alles, ne? Bitteschön. Okay. Danke. Jetzt. Ui! Das ist die Poller-Figur. Das sind ganz viele voller Figuren. Oh, das Buch. Warum sind die alle voll? Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist. Nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das... Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Ja. Sehen wir uns unten um. Wollen Sie mich holen? Booker, Vorsicht! Wollt ihr euch unten umsehen? Ah, ich glaube, keine gute Idee, Jungs. Bleibt's lieber oben. Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt!
Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Wo? Oh mein Gott, nein, war das wirklich das Ding, wo ich gesagt habe, wieder komme ich da in die Tür nicht rein? Mann, ich muss den Knopf drücken. Ja. Hier, das wird helfen. Nehme ich mit, aber ich muss drüber. Weiß nicht mehr, wo das war, ne? Das war nicht hier. Ah, das war doch eine halbe Ewigkeit her, ist es. Oh, nö, Leute, sagt's mir jetzt nicht. Wo war das? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß. Ah, das Salty. Ah, irgendwas Salty Oyster. Mann, wie hab ich denn nicht gesehen? Alles klar. Okay. Da ist das letzte. Da muss ein Knopf unter der Kasse sein. Ich hab den schon gedrückt, Mann. Gladiator. Damit haben wir das letzte auch. Für den December. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Ja, ganz cool, aber irgendwie nicht so eine Kraft, die das benutzen werde. Wirklich? Perfekt. Wir haben unser Leben riskiert für ein bisschen Kitzel? Ich kenne sie. Hat in der Bar in der Houston Street bedient. Dachte ich mir. Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Sind gar nicht richtig Geschwister, ne? Und nur Klone in einer anderen Zeit oder wie auch immer und ach, alles so kompliziert. Geh bitte aus dem Weg, danke. Wo kommt ihr jetzt schon wieder? Was für eine Macht habe ich dann noch? Die Leute nicht getroffen. Probieren wir mal Schock hier noch. Aber das verwundert mich. Jede Kraft schon mal benutzt gehabt, dachte ich. Oh. Das übersehe ich. Ja, einfach mal durchgehen. Einfach mal probieren. Blonkende Bronco. Habe ich das gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich es dann durchgezogen habe. So, weiß gar nicht, hatten wir im Bücherladen dann alles? Schau doch mal rein. Was bist du? Das ist die Waffe im Boden. Sah aus wie ein Messer. Dann habe ich, glaube ich, mal alles gehabt. Was ist die Waffe? Salz. So jetzt, na, ich glaube nicht. Okay. So, one way ticket. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Ja, ist okay. Es gibt kein Zurück. Ja, ist okay. Ist ja nicht so, dass man da drüber klettern kann. Aber okay. Ich akzeptiere es. Ich will ja nicht sagen, aber was sind das für Kassen? Da musst du ja hier rüber klettern. Okay. Also die Architektur würde ich mir nochmal merken. Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum kann ich das nicht aufmachen? Ich will alles aufmachen. Kriegst du es auf? Was ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Ich bin verarscht.
Ja, ganz in der Nähe. Wir können echt nicht weit. Gefühl, es hat nichts damit zu tun. Ah. Das und das jetzt sein. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, Bo. Was ein Wichser, da kommst du. Songbird, hallo. Das Gefühl, dass das nicht gut ist. Elizabeth. Diese Statuen sind nicht so der Burner. Vor allem sind die auch noch creepy zugleich. Auf da, das Ding. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Weil der Turm ist kaputt. Er kann dich nur woanders hinbringen, ja, das. Aber davon ist ja nie die Rede hier. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, vor was ich Angst habe. Ja. Bereich belassen, oder? Belassen, auf geht's. Sieh mal, die Vox nehmen hier alles auseinander. Ja, dann heißt es, dass wir die Vox auseinandernehmen. Das war laut. Das kommt mit Ansage. Er macht. Nee, mach, das ist Schmarrn. Nichts Besseres? Na. Möchte hier runter. Es salze. Was sind das für Risse? Ja, mach. Ist okay. Columbia. In Central Depot, da sind wir. Bank of the Prophet. Emporia. Mr. Chaos. Gardens. Lutes Labs. Auto Studio. Es ist die eigene Stadt in Columbia. Columbia nochmal, ne? Nur für Comstock. Comstock. Ich kann nicht mehr reden, bin ich. Leben? Kein Überblick, das geht mir viel zu schnell hier. Wieso? Mann, wieso? Du! Warum stirbst du? Oha. Woher kommt der Schaden? Ihr habt doch vorher auch keinen Schaden machen können. Möchte ein paar. Aber klar! Aber klar! Habt ihr es gehört? Wo kann ich hier einen angreifen? Da. Okay, dann kannst du mich auch mal. Stell dich selber! Rakete, Booker! Was für eine Rakete? Ah, oh, nicht. Das war aber ein
insane Ausweichen hier überall. Oh ne, Handy bleibt. Ah, als ob ich Schock-Hockey noch nicht benutzt hatte. Hier, Booker! Danke. Ich hab Munition! Als wenn das geklappt hat. Hätte ich selbst gedacht, dass ich das niemals hinbekomme. Weil der sich so viel bewegt. Aua. Mal sagen, wenn du keinen Helm mehr hast, dann solltest du ja nicht so lange überleben können. Parade. Das heißt, es ist nichts Besonderes. Oh Gott. Da wäre was für Devil's Kiss. Wasser, was ist das für Schocke? Oh, Hanna. Ich probier's mal. Bitteschön. Danke. Ach, ich kann jetzt hier alle Zugänge aufmachen, ne? Mal sehen. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Was? Macht. Warum? Ist der Vogel denn einsam? Weiß ja nicht. Den bockenden Bronco. So, was haben wir denn jetzt? So Hilfe, so Boost. Weiß ich aber nicht. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Sachen hier. Gibt ein paar viele Waffen. Ja, aber das ist es auch nicht. Freue dich, den Schmarrn. Das ist ein Schloss aufzuknacken? So, wir sind jetzt beim Harmonie Lane. We claim for the people of Columbia. War da nicht fürs Scharfschützengewehr noch was? Erste Frage. Ja. Damit haben wir das auch mit drei Waffen. Das gibt aber keinen Zusatz. Schade. Was ist los? Ist was? Ist was, Doc? Scharfschütze! Oh, das ist schlecht. Viele? Suchen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Habe ich alles selbst gemacht? Bitte sehr. Okay. Ja. Kannst du dir das mal ansehen? Ach, das wird nicht lange dauern. Das ist doch schön. So. Hallo, wo timpen wir jetzt? Dass es auf jeden Fall ein relativ großes Level sein wird. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Mein Gott. Hier, Booker! Geld wäre mir lieber. Aber ist okay. Besser als nichts. Hm. Ja, okay, alles klar. Hätte ich damit gerechnet, dass es wirklich Schaden macht. Ist absolut gar nichts. Hier kommt bestimmt noch rein. Von da kommen wir. Schlau. So, Ramonelane. Salz.
Sehen. Ist auch alles auseinandergenommen worden, ne? Ja, ja. Mehr vom besten Wein, James. Tja, du bist sicher. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Geht eigentlich trotzdem. Immer noch. Was ist mit ihr passiert? Was ist wirklich mit ihr passiert? Da hat irgendwas geleuchtet. Wie viel? Ich brauche hier Hilfe. Kein Problem. Das ist super, dann mach auf. Letters. Wir unten. Fertig. Da. Lockhart, Thunderburg, Blagler, Morrison. Ist klar. Was liegt da? Das ist das Schloss. Liegt das da? Also, okay, warum ist da liegt, macht schon Sinn. Das ist gerade aufgemacht hat, aber. Wolltest du mich jetzt überraschen? Glaubst du nicht, die Musik hat das nicht verraten, dass hier irgendwas ist? Horde? Vielleicht. Ich habe natürlich jetzt nicht gelesen, was es ist. Aber hey. Dafür 3 Lockpicks. Das muss krass gewesen. Hier ist etwas Geld. Ja. So mag ich das. So ist das wohl. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Da waren wir hier. Das macht doch keinen Sinn. Nee, das hätte ich hier gesehen. Aber das sieht so ähnlich aus, wie wenn ich hier irgendwo jemanden. Xpopuli! Und dann habe ich gesagt, darf ich jetzt hier durchgehen? Ach, keine Ahnung. Mann, bei dem hat sie vergessen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber euch ging es ja nicht ums Geld, ne? Ja, ja. Alles klar. Ein Opfer für unsere Sünden! Schmor in der Hölle! Schmor in der Hölle! Ich fand es noch cooler, als nicht jeder auf mich schießen wollte. Wenigstens haben die Drecksarbeit für mich gemacht. Stimmt. Aber eigentlich ist es ganz gut, wenn ich jetzt jeden umbringe. Weil das heißt, ich begebe mich auf keine Seite. Aber das heißt auch eigentlich, ich. Ich begebe mich auch auf. Oh mein Gott, das ist alles. Es ist alles. Ich glaube, das kann man nicht retten. Ich glaube, das kann man. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ein bisschen wenig, ne? Ja. Oh, eine Netzdose. Kannst du das knacken? Kinderspiel.
Warum ist er nicht auf? Oh. So, was kannst du? Munition fallen, wenn sie stehen. Nehmen wir mit, aber brauche ich nicht, glaube ich. Erstmal. Wir sind in Layers of Fear. Hey, wie kommst du? Ich weiß gar nicht, jetzt hier schon wieder rein, aber hier ist gar nichts. Oder? Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Was der alte Knacker nicht sagt. Auf geht's, Memorial Garden. Weißt Alter. Du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Ja, aber was? Ghost Prophet. Oder warum lagst du nicht so die ganze Zeit da, die Ruckler? Ich brauche da gar nicht reinschauen. Geh nix. Ich glaube, es ist alles schon zu spät, oder? Wir sind schon zu spät. Ich denke, wir sind schon zu spät. Aber was denke ich wohl? Oder was heißt das schon, was ich denke? Ich komme von da unten, ne? Ja. Memorial Garden. Erst einmal. Ich erinnere mich sehr, sehr schön, sehr schön, sehr gut an diesen Ort. Genau an diese Szene. Oh. Was? Hä? Also. Mein Gutmut. Ja. Bedarf? Du brauchst nicht immer fragen, ob ich einen Bedarf daran habe. Natürlich habe ich diesen. Nicht. So, Elizabeth. Okay. Okay. Bitte sehr. Okay. Geld, 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 Geld. Ich meine, ich weiß, dass wir hier sowieso noch herkommen, aber trotzdem. Der Bursche hier hatte Karies. Hallo, Gräber auch noch ausbuddeln, oder was? Was ist das? Oh, Lady. Das Grab der Lady. Und warum sieht sie so frisch aus? Ich glaube nicht, dass ihr die Technik habt, um das schon zu kühlen. Hier, für die Kasse. Ich glaube, es sollte hier noch nicht sein. Was? Ich dachte Geheimgang. Ich habe Geheimgang gelesen. Founder Lies. Ne, Founder Lies. Was soll er denn lesen?
Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier hinkommen, storymäßig. Ich sag's doch gar nichts. Eine Tür, die noch aufgeht. Okay, best. Dann gehen wir in Kampfstocks Haus. Brauchen wir nicht Zeit verlieren, wo wir eh noch herkommen. So. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Um Gottes Willen. Ich glaube aber eh, dass ich schon welche übersehen habe. Trinker. Sehr schön. Oder auch nicht. Alter, das hätte ich auch immer sehen. Ich sag ja, ich... Keine Chance, dass ich die alle finde. Safe. Ach, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Was für Banner? Was für Banner? Weißt du, die roten Flaggen, das sind doch keine Banner, oder? Doch einfach bloß eine rote Flagge. Wo haben die diese riesen Stopffetzen her? Das ist schon Platz. So, jetzt reicht's. Es reicht. Jetzt wird da reingegangen.